Was? Gut, dann also zurück. Ich hab keine Messer. Mann, ich hab nie ein Messer. Komm, guck mein Freund. Hey! Tot. Wollte gar nicht pfeifen. Ich drücke immer die falschen Tasten, weil ich verwechsel mal links und rechts hier. Also, ich verwechsel nicht links und rechts, aber ich denke mal, links ist pfeifen und rechts ist das. Das Adlerauge. So, Said. Oder Sayedi. Ich bin unsere Aufzeichnung durchgegangen. Und so wurden seit Monaten keine Gefangene von Bab Dimashq überstellt. Ich kann mir nur vorstellen, dass entgegen dem, was dir gesagt wurde, die von dir gesehenen eure Obhut in Richtung eines anderen Gefängnisses als dem unseren verließ. Entweder das oder die kamen aus seltsamen Gründen niemals hier an. Ein wahrhaftiges Problem. Du solltest deine Vorgesetzten davon in Kenntnis setzen. Das hier. Begrüße das Leben nach dem Tod, mein Freund. Irgendwelche Gefangenen, die so viel... Oh. Danke. Hilfsmittelverbesserung kann ich mir jetzt leisten. Schick, schick, schön. Was war das für ein Geräusch? Mit großen Säcken voller Gold. Hey, was ist da los? Da pfeift doch was. Ein Storch. Alter, die Musik macht mir grad, hat mir gerade voll Angst gemacht. Gut, das hier, jetzt geht's hier los. Oh, was ist denn hier? Okay, das... Ja, lass dich doch fallen! So, ihr beiden. Weg mit euch. Ich würde eure Leichen in die Jauchgrube jagen, wenn ich könnte. Nee, vergessen halt mit dir. Oh, kann ich hier durchwerfen? Lass den Scheiß sein. Ja. Ah, aber was? Ah, ah. Mein Freund, was weißt du? Ja. Wer hat dir das angetan? So. Der Kerkermeister. Wo ist er? Bei einem anderen. Unter uns. Der Tod wird ihn bald holen. Er könnte von Ali sprechen. Ich bete, dass ich nicht zu spät komme. Ich dachte, dass Dämonen auf Erden wandeln. Aber dieser Mann ist ein... Gib die Hoffnung nicht auf. Das will der Kerkermeister doch. Er will uns brechen. Das hat er bereits. Ich werde den Kerkermeister brechen, meine Freunde. Dafür werde ich sorgen. Auch einen Schlüssel.
Wer hat hier den Schlüssel? Alles verschlossen. Ist das eine Truhe? Nein. Ja, Gott, ich könnte mich da hinsetzen und untertauchen, so. Weil soll ich denn wissen, wer hier den Kerkerschlüssel hat? Ja, Jungs. Oh, wieso macht denn die einfach der Brett hier auf? Oder seid ihr gar keine Gefangenen? Ich kann hier echt untertauchen, what the fuck? Sorry. Ja, toll. Und sei du verdammt nochmal ruhig. War nicht schnell genug, ey, scheiße. Ein Wort zur Mäßigung. Wärter, seid umsichtig. Staatsfeinde sollen ihr Wissen nicht mit ins Grab nehmen. Doch ein jeder Schrei eines gefolterten Märtyrers ist ein Weckruf. Wir müssen ihre heimliche Unterstützung auffinden, nicht durch mutwillige Grausamkeit noch mehr von ihnen aus dem Schatten hervorrufen. Leitet in die Irre, wo ihr könnt. Seid wie Spitze die Augen des Kalifats. Lasst euch nicht von Blutdurst blenden, vergisst nicht, wem ihr eigentlich dient. Muhammad ibn Tahir. Da oben ist eine Truhe. Dankeschön. Dankeschön. Noch mehr Messer, auch sehr gut. Eins zumindest. Ah, hier ist der Weg. Kann ich die aufmachen? Kannst du nicht kaputt werfen? Okay, schade. Stinkt es nach Schweiß und Verzweiflung. Ich glaube, hier bin ich genau richtig. Ich hätte gedacht, du hättest dazwischen genug. Und dennoch gibst du nicht nach. Keine Sorge. Es gibt Wege, dich zu ermutigen. Dein Freund mit der weißen Kapuze. Das muss Ali sein. Verdammter Kerkerwächter. Wer bist du? Basim, ein Freund Nurs. Sparen wir uns die Einzelheiten fürs Erste. Wir müssen dich hier rausbringen. Nicht so schnell, Azizi. Wir können nicht gehen, noch nicht. Ich muss in die Kammer der Wache. Weswegen? Du hast es auf El-Khul abgesehen, oder? Die Wachen dieses Gefängnisses dienen ihm. Sie bringen abwechselnd Gruppen von Gefangenen im Schutz der Nacht zu Grabungsstätten. Wenn wir ihre Befehle finden, wissen wir vielleicht, wo El-Khul als nächstes hin will. Ist das Grund genug für dich? Bleib dicht bei mir. Halt dich bedeckt und mach nicht... Ach komm, Basim. Ich kann mich verteidigen. Ach ja? Und womit?
Versuchen wir uns nicht in die Quere zu kommen. Sag mir, Basim, denn ich muss es wissen. Wie hast du es hier herunter geschafft? Ganz leicht. Hab den Bauch eingezogen und bin durch die Ritzen geschlüpft. Sieh es als Kompliment. Ich weiß, dass deinesgleichen gern im Dunkeln herumtollt. Doch selbst der beste Dieb der Welt würde sich von diesem Gefängnis fernhalten. Eines Tages erzähle ich dir von meiner Vergangenheit. Dann wirst du es verstehen. Du machst es spannend. Ich bin der beste Dieb der Welt. Und ein Verborgener gleichzeitig, mein Freund. Das ebnete mir den Weg. So, wir müssen in die Kammer des Wachtmeisters, sie ist da hinten. Hier komme ich nicht raus. Da hier ist ein Schlüssel, komme ich hier raus. Ist da ein Weg noch? Die Tür ist offen. Da oben hin. Mein Freund, ich hoffe, du kannst klettern. Die Wachkammer ist hinter dieser Tür. Guck mal, wie er die Treppe hochläuft. Ich gehe schon mal, ne? Wer, was, wo? Wo der denn her? Ja, auf der rote Leuchten! Reiß dich zusammen, Basim. Sofort! Ich dachte, du kannst dich verteidigen! Aua! Kannst du auch leise kämpfen, mein Freund? Oha, bei dem Blutfleck da an dich. Kaputte. Ein Assassine muss episch hingehen. Sie sind hier drin! Wir haben nicht viel Zeit. Rächt sie auf! Ali! Ich hab's gehört. Da drüben, bei der Rüstung. Beeilung! Gefunden! Bring das zu Rochard, meiner Meisterin. Sie ist bei deinen Leuten an der Wassermühle. Ich halte die Wachen auf. Geh jetzt! Läute die Glocke! Kann der überhaupt die Glocke läuten? Hä? Ah, die Glocke ist weg. Hallo, warum steht der still? Ich kann mich nicht bewegen. Ah. Ciao, Jungs. Aua. Ey. Hau da rein. Ändert, sollte ich nicht zu Ali stoßen. Das wäre zu gewagt. Mein Gott. Oh. Mein Kopf. Unten. Muss der Kadi nicht lange überlegen. Sonst wirst du Allahs Zorn spüren. Hey, bist du nicht der von den Aushängen? Nein. Die Wachen werden gelassen. Was guckst du so, liebe Dame, hä? Du hast einen netten Hintern. Den muss ich mal eben kurz begrapschen. Danke. Oh, du hast auch was Nettes. Danke. Oder kann ich mal beklauen? Was siehst du, Inkido? Sch-
Scheiße, ich habe die Truhe nicht mitgenommen aus dem Gefängnis, ne? So ein verdammter Mist. Wo ist denn die Truhe? Da unten irgendwo. Scheiße. Vorsicht! Geh mir aus dem Weg, ich sehe da jemanden von hier aus mit Luxusartikeln im Gepäck. Was war das denn, ey? Da vorne. Ah, netter Bauer. Dankeschön. Daravish Artefakt. Guck mal, hier stehen immer noch die Kollegen da. Wie geil sind die denn? Ist das Tor jetzt hier offen? Ja klar, ist das hier offen. Ist ja auch das sicherste Gefängnis in Bagdad. Hätte einfach hier reingehen können, als sie da gekämpft haben, ne? Verstehe. Wir nur zu dieser großen glänzenden Truhe. Was zum? Ah, ah. Was zum? Wieso musste ich jetzt sterben? Der maskierte Mann ist nicht zufrieden mit den Grabungsfortschritten. 6 Gefangene sind gestorben und die anderen werden mit jedem Tag schwächer. Wir werden mehr Männer hinzuholen und sie in abwechselnden Schichten einteilen müssen. Damit sollten unterbrechungsfreie Arbeiten möglich sein, was das ganze Unbefangene beschleunigen sollte. Unterfangen beschleunigen sollte. Außerdem erinnere ich daran, dass jeder Entdeckung ein Geheimnis bleiben muss, also keine Zeugen. Sobald jemand was entdeckt, ist damit sein Tod voran. Versprochen, meine ich so. Ich habe, to be honest, auch keine Ahnung, wo und wie ich zu dieser verdammten Truhe hinkomme, ne? Hier ist irgendwo da vorne. Ja, klar, 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 klar. Meine Worte. Achso, das war der Brief. Hier durch? Nee. Einsammeln. Da ist auch kein Weg. Weil das ist so verwirrend aufgebaut hier, ne, to be honest. Verschaffen wir uns einen Überblick. Muss irgendwie da runterkommen. Ah, wahrscheinlich durch diese Tür da, verstehe. Hier dürfen ja soweit keine Gegner mehr sein, ne? Wenn die tot bleiben. Entdeckung, du Pfeife. Holy shit. Was war das? Hier sind welche gestorben. Von unseren Waffenbrüdern. Was zum? What the hell? Da unten ist ein einziger. Der Tod war gnädig zu dir, mein Freund. Denn er war schnell. Wenn ich dann an dieser Schlange.
hier irgendwo noch ein kleines Messerchen? Gerade so. Kein Messer, aber... Was heutzutage alles als Kunst durchgeht. Vielleicht ist er nur das Opfer einer grausamen Welt. Ja, ich bin das Opfer von einem Streich. Einen grausamen Streich. Das muss es halt so sein. Ah. Komm. Gib Ruhe, mein Freund. Von hier aus könnte ich werfen. Jetzt fehlt mir nur der Dolch. Dolche! Ich brauche Dolche! Oh. Die gibt's nicht. Die zwei Brüder da an. Da oben sind auch noch welche. Was zum? Ich nagle Teile von dir an jedes einzelne Stadttor. Warum? Gut, dass er da oben nicht gesehen hat. Was war das? Ich geh schon nachgucken, mein Freund. Was? Oh, what the? Ich flieh doch gar nicht. Oh, ups, sorry. So, ich brauche einen verdammten Dolch. Die Dolche in dieser Welt sind, Alter, seltener als die Schätze. Eisentor. Hier, da ist doch eine Truhe. Ja, warum guckt er denn jetzt hier hin? Ich will nur ein Dolch. Dreh dich um, du Pfeife, und guck weg. In die andere Richtung. Also. Mit Style getötet. So, hier oben drauf, ne? Oder drin? Ne, drauf. Ah, richtig, okay. Dankeschön. Ein Dolch. Die machen es aber spannend, ne? Damit er auch bloß die Mühe gibt zum Werfen, ne? Wie würde ich denn da reinkommen? Doch von oben? Oder von der anderen Seite. Oh, heiß, Feuerschale. Au, au, au. Ja, da ist ein Schlüssel. Guck mal, er. Mir geht es richtig gut. Wie viele Dolche habe ich? Einen nur. Den will ich zuerst eliminieren. Hä? Lass ihn nicht entkommen!
Geiler Typ, hat sich einfach selbst ausgeschaltet. Und ein Dolch. Was ein Ehrenmann. Er hat sich einfach selbst aus dem Spiel genommen. Das muss er einfach mal. Das muss man auch einfach würdigen. Wirklich sehr herzlich. Noch ein Dolch hier und zack, zack, zack. So, jetzt habe ich wenigstens auch eine Chance, das zu verkacken. An die Truhe ranzukommen. So, gucken, ob ich noch was vergessen habe. Warum ist der Jimmy da, Jimmy? So, das Gefängnis ist nicht mehr so gut bewacht, wie ihr dachtet. Ihr könnt jetzt ein- und rausgehen, wie ihr wollt. Dankeschön. Ich hatte jetzt echt Angst, dass er da in der in dem Stahlgitter hängen bleibt. Okay. Okay. So, meine große goldene Truhe. Nur eine Verbesserung, Alter. Super. Hätte mal wenigstens ein Schwert vergeben können, ehrlich. Was ist das denn für eine Abzocke? Inventare. Einen neuen Dolch haben wir bekommen, ne? Wenn Basis Gesundheit 150 ist, wird der Schadenswiderstand um 30 erhöht. Paraden fügen mehr Schaden zu. Habe ich noch was Neues? Also. Tasche. Verbesserungspläne. Klar. Weiß ich genau, wo das sein soll. Eine kleine rätselhafte Scherbe. So, Fertigkeiten. Da haben wir aber jetzt 2 Points. Sturzabfang. Erhöht die maximale Anzahl von Elixieren. Ich würde sagen. Sturzabfang und dann Kettenattentat. So, den Kollegen haben wir geholfen. Gut. Habe ich das schon freigeschaltet? Ich weiß es nicht. So, der Codex ist auch aktualisiert. So, die Steckbriefe muss ich noch loswerden. Was ist denn das? Ach, Essen. Oh. Mein Freund, ich danke dir. Du bist auch herzensgütig. Ich habe gehört, du teilst gerne, ne? Danke dir. Das Kamel wollte ich mir jetzt nicht unterstoßen da. Ihr seid wirklich, ihr seid herzensgute Menschen. Ihr teilt und teilt und teilt, das ist wirklich super freundlich. Super. Lieber verborgen, Ali ist fort und wieder bei den Aufständischen. Doch Shan sollte inzwischen auch dort sein. Was macht ihr denn da? Wir suchen Bären im Busch. Triff dich mit Ali. Na komm, wir treffen uns mit Ali einmal eben noch. Eben noch. Also eben. Warte. Ach, untertauchen. Ich dachte, ich könnte jemanden beklauen. Eine große Menschenmasse. Ja, genau das wollte ich sehen. Oh. Ja. Dankeschön. Und dir? Super. Das ist ja besser in dem Spiel, die Leute zu beklauen, ey. Wenn ich sowas echt in echt unauffällig könnte, glaube ich, würde ich auch den ganzen Tag die Leute beklauen, ey. Das ist ein richtiger Assi-Dieb. Kappa. Hi!